Und jetzt noch dieses Kackfroh, ey. Das gibt's doch nicht. Da bleibt mir sogar die Rotze im Hals stecken hier. Jojojo, Zocker, willkommen zurück auf Hoher See. Was war das für eine letzte Folge? Man glaubt es kaum. So nervenaufreibend und ich habe sie ohne großartig viel zu sagen einfach mal beendet. Jetzt sind wir wieder auf Hoher See. Ich habe da noch so eine Flasche gesehen. Die wollen wir natürlich mitnehmen, wenn sie schon so frontal vor uns liegt. Da ist bestimmt wieder eine Schatzkarte oder sowas drin. Ich meine, die waren noch in Flaschen, oder? Ah, müsste. Kommt, Jungs, auf geht's zur Insel. In die Brandung hinein. Da gehen wir auch hoch, Sperrgebiet, na toll. Diese Gewässer werden vom Feind bewacht. Ist mir ja. Ist mich jetzt ja. So. Einmal drehen und einmal anhalten. Komm, weg, Edward. Ich glaube, sobald ich hier runter bin, tun die uns eh nichts mehr. So. Solange die nicht uns crashen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, die tun uns doch was. Ach du Kacke, die wollen nicht plattfahren. Alter, was machen die? Die schießen auf mich. Das gibt's doch nicht. Die Penner. Die schießen tatsächlich auf mich, die Arschlöcher. Alter. Ich tauch mal. Wie ging das noch? So nicht. Super. Ja. Na, klasse. Diese Penner, statt auf unser Schiff zu schießen... Kloppen die uns einfach hier. Na komm, wisst ihr was? So. Wisst ihr was? Lass mal die Flasche Flasche sein. Wir kommen eh noch hin. Das ist, glaube ich, hier das Gebiet bei Nassau, oder? Nee, ist es gar nicht. Aber wir müssen hier unten hin. Das ist der nächste Punkt. Und als nächster Schnellreisepunkt haben wir... Hier ist ein Fort. Das wird uns hundertprozentig auch beschießen. Tulum. Komm, wir reisen nach Tulum. Der Assassineninsel. War sie, glaube ich, doch, meine ich, ne? Ich weine schon. Müssen wir mal gucken, ob das stimmt. Das sehen wir dann. Aber es ist wenigstens der Punkt, der jetzt unserer nächsten Mission hier... Ja, Tulum, hier haben wir alles erledigt. Hier gibt es aber Viecher, ne? Das haben wir noch nicht gemacht. Lass mal gucken hier. So, ich drücke immer M, das ist falsch. Kommt aus einem anderen Spiel für die Map. So, die Viecher sind aber auch jetzt weiter weg. Nee, da können wir... Ach doch, der Affe ist noch da. Von dem Brüllaffen kriegen wir, glaube ich, noch... was kriegen wir denn dafür? Irgendwelche Pfeile können wir aus dem Brüllaffenpelz, glaube ich, machen. Die sind uns aber jetzt friedlich gesinnt, ne? Ja, sehr schön. So, lass mal gucken hier... Wo ist denn das Vieh jetzt? Eigentlich direkt hier links. Müsste der irgendwo sein. Sehen wir denn schon? Da hockt er meistens. Ah! Meistens irgendwo oben im Baum. Können wir den eigentlich auch mit so einem Schlafpfeil runterholen? Müssen wir mal probieren. Ich weiß nicht, was er macht, wenn er einen Berserkerpfeil abkriegt. Vielleicht rastet er dann aus. Hui! Klotsch. Da fällt er runter. Lustig. Können wir jetzt sogar schon häuten. Ja, ich denke mal, der ist auch beim Aufprall gestorben. So. Berserkerpfeil 2 kann... Was? Kann nun hergestellt werden, glaube ich. Gucken wir uns doch mal an. Das ist wieder die falsche. So. Herstellung. Berserkerpfeil 2. Hoppla. Eine zurück, bitte. So. Kapuzineraffenpelz brauchen wir dafür nämlich. Dieser Pfeil versetzt Gegner 20 Sekunden länger in die Raserei. Cool. Können wir denn auch genug tragen? Ich weiß es gerade gar nicht. Wie viele haben wir denn gerade hergestellt? Dann passt das wohl. Mal gucken hier. Berserkerpfeile 5 haben wir jetzt voll. Alles klar. So, geh mal zurück. Kleiner Abstecher hier für den kleinen Affen. Reisen wir zur nächsten Mission. Komm, ich bin gerade faul. Keine Lust zu schwimmen. Hallo! Juhu, Party! Wie viel Geld haben wir? Wenig. Also,
in See stechen. Ja, das haben wir vor. Huch. Warum kommt denn dazu jetzt ein Ladebildschirm? Interessant. Wieso auch immer. Hm. Normalerweise kann man doch, wenn man auf das Schiff geht, direkt hier in See stechen. Ja, jetzt ist die Flasche da markiert, die ist 11 Kilometer entfernt. Die wollen wir jetzt natürlich nicht. Ach du Schande, was ist denn da hinten los? Da soll ich jetzt hin? Habt ihr mal... Habt ihr mal die Anzahl der Schiffe da gesehen, Leute? Das überleben wir nicht. Auf gar keinen Fall. Da müssen wir einen riesen Bogen drumherum fahren. Das ist ja auch Sperrgebiet. Scheiße. Nee, natürlich schießen wir die nicht an. Da sehe ich ja hier Fregatten und Stufe 38. Da kann man nicht mithalten. Vergesst es doch. Was haben wir da vorne? Ein Schoner, ja. Der ist easy. Der greift auch eigentlich so gut wie nicht an. Komm, nehmen wir mal ein bisschen Fahrt auf. Wir müssen trotzdem irgendwie da hinkommen zu diesem Ausrufezeichen unten auf der Map. Ich hoffe, wir können diesen Schiffshaufen da einfach überfahren. Umfahren, nicht überfahren. Überfahren, da ziehen wir den kürzeren, aber richtig dicke. Aber das sieht doch gut aus hier. Boah, ist da viel los. Nee, das schaffen wir niemals. Wenn wir da eine angreifen, dann greifen wir uns alle an. Hier, Vollgas. Segel aufziehen und los geht's. Deswegen ist auch kein Sperrgebiet. Juhu! So, was haben wir denn da noch? Fregatte würden wir schaffen mit dem Schoner sowieso. Das sind halt nur trotzdem drei Schiffe. Das sollte man auch nicht unterschätzen. Da ist was zum Tauchen. Ich weiß, haben wir auch nicht gemacht. Ich glaube, ich werde diese ganzen Sachen mit Tauchen und Schatzkarten sammeln vielleicht ein bisschen mal ja, nicht im Let's Play machen. Das ist, glaube ich, für euch ein bisschen zu nervig, oder? Wenn ich dann ganze Sache so Nebenmissionen mache, einen ganzen Let's Play, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Dauert das ganze Spiel natürlich auch länger dadurch. So. Unsere Crew ist nicht ganz voll, sehe ich gerade. Vielleicht finden wir ja noch den einen oder anderen Überlebenden hier auf hoher See. Was kommt denn da? Da müssen wir in die Richtung. Ach, das ist ein Schoner. Das ist doch ein kleines Pissboot nur. Wie weit sind wir denn noch entfernt hier? Wo ist es denn? Ach du Scheiße, haben wir erst die Hälfte. Mal gucken, was danach kommt. Da geben wir auch jetzt nochmal Gas. Ich hoffe, der Schoner kommt nicht. Wow, fetter Wal. Alter Falter. Oh oh. Oh oh. Boah, das war knapp. Ich weiß auch nicht, wir konnten irgendwie auch diese Wale fangen. Ich weiß noch nicht, ob das noch geht. Also nicht fangen, harponieren, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt schon geht oder ob man das freischalten muss. Sieht irgendwie geil aus, der kleine Edward da unten auf dem Schiff. Moment, da können wir noch jemand mitnehmen. Schiffsbrüchiger, wo ist er? Mann, jetzt haben wir ihn verpasst. Scheiße. Oh, da kommen immer dicke Schiffe jetzt. Vorsicht, Captain! Diese Gewässer werden vom Feind bewacht. Fregatte. Und da hinten auch eine Fregatte, aber die steht so demonstrativ da. Interessant, warum steht die denn da? Ich glaube, hier kommen wir nicht drum herum, mit der Fregatte zu kämpfen. Die umschippern war einfach hier die andere, die linke. Wir sind zumindest nicht im Sichtfeld beider Schiffe. Fahren wir einfach gekonter durch. Bevor wir uns hier jetzt wieder auf den Kampf einlassen. Muss ja auch nicht immer sein, ne? Hallo, werden wir langsamer? Kommt das nur so vor? Was bist du denn da? Eine Brick, Stufe 20, die könnten wir auch machen. Das sind sogar nur von Rangern. Moment mal, das ist unser Missionsziel wahrscheinlich. Das sind ja Piraten. Das ist 100% unser Missionsziel. Ich bin ja mal gespannt, was uns da erwartet.
Nach der aufreibenden Folge am Ende der letzten. Ich drehe mal so ein bisschen bei. Ich glaube nämlich nicht, dass wir mit denen kämpfen müssen. Wird jetzt was starten. Na Jungs, was macht ihr denn da? Ja, ja, wir sollten den Jackdaw aufrüsten, bla 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 bla. Wir starten jetzt die Mission. Komm. Kann jetzt auch nichts für, ey. Also Thatch hat's erwischt. Verflucht. Das waren zu viele. Ich kam nicht hin. Zum Teufel auch, er war stark, doch sein Herz war zweigeteilt. Ist schwer, das gewohnte Leben loszulassen. Ei. Ein dämlicher Alter prahlte immer damit, dass er sich sein eigenes Schiff kaufen würde. Ich hole mir einen Kaperbrief, Charlie. Dein Vater wird noch Kapitän. Er trank ihm Whisky, bevor er in See stach. Also, Kenway. Ich habe über deinen Plan nachgedacht. Dieses Observatorium, von dem du faselst, weißt du, wo es ist? Wir suchen ein Sklavenschiff namens Princess. An Bord ist ein gewisser Roberts. Der kann uns hinführen. Sklavenhändler arbeiten für die Royal African Company. Bringen wir eins ihrer Schiffe auf und stellen ein paar Fragen. So, bevor wir die Princess wohl finden, müssen wir eins der Sklavenschiffe finden. Sklavenschiffe. Solche im Dienst der Royal African Company. Genau. Doch jetzt wohl nicht mit Menschen handeln, oder? Nein, guter Gott. Du solltest mich besser kennen. Wir suchen nur nach Informationen. Wir müssen wissen, wo die Princess vor Anker geht. Die Princess? Ein Sklavenschiff. Ei. Blackbeard sagte, die Chancen stünden gut, dass der Weise an Bord ist. Okay, fertig geredet. 1553 Meter bis da vorne. Und gucken mal. Ja, ja. Da müssen wir rumsuchen. War ja klar, dass es wieder so ein Riesengebiet ist. Na super. Da ist ein Vor in der Nähe, das dürfen uns aber nicht erreichen. Hier ist noch ein Feindschiff. Ja, komm. Hauen wir mal rein hier, ne? Ach, wir fahren parallel jetzt, oder was? Mit denen zusammen? Ach, das wusste ich nicht. Vielleicht kommt ja dann doch eine Riesenschlacht. So, mal gucken, ob er direkt reinfährt ins Sichtfeld. Ich hab's nicht vor. Ich weiß auch gar nicht, ich sehe jetzt gar nicht, was das für ein Schiff ist. Da hinter ihm, neben ihm. Ja, auf jeden Fall schießen sie. Das ist nur ein Schoner. Ach, meine Güte. Dane hat gerade ein Handelsschiff versenkt. Verdammt! Kann dieses Tier sich denn nicht an Abmachungen halten? Na super. Wir waren es nicht, aber wir werden jetzt wahrscheinlich die Aufmerksamkeit haben der anderen Schiffe hier im Gewässer. So. Und wieder einen Überlebenden übersehen. Den übersehen wir jetzt aber diesmal nicht. So, den nehmen wir mit. Da ist unsere Crew auch fast wieder voll, glaube ich, oder? Ne, ich glaube nicht, einer reicht nicht. Zack. Ne, aber es sind ja mittlerweile recht viele schon auf Boot. Unsere Besatzung. Von denen sieht man zwar nicht so viel gerade. Entschuldigung. So, jetzt müssen wir nach diesem Schiff Ausschau halten. Was uns irgendwie zu diesem anderen Schiff wohl bringen kann oder Informationen geben kann. Wir müssen mal schauen. Ich weiß ja nicht, ob wir hier ihm jetzt einfach folgen. Eine Fregatte Stufe 29, natürlich. Da senkt das Sklavenschiff nicht, Kenway. Ach, das ist es. Es sind hunderte Unschuldige an Bord. Ich weiß, ich weiß. Das Schiff entern, ohne es zu versenken. Alles klar. Puh. Ja, ich will mal gucken hier. Hier ist ja noch dieser Schoner, bevor der uns angreift. Leute, nicht uns rammen, ne? Leute? Hm? Komm, die machen wir jetzt erstmal einmal so ein bisschen kampfunfähig. Ja, ach nee. Ich bringe uns rein. Da braut sich ein Unwetter zusammen. Weg da. Feuer! Schnell die Fässer hier machen. Feuer! Da
unser Captain. Wirklich, wenn alle was er hat. Jetzt versenkt das Ding aufpasst. Wir gehen näher ran. Alter, diese Fässer, wie viele haben die davon, ey? Oh oh. Kacke. Auch noch die Insel jetzt hier, ey. Feuer! Boah. Ich sehe auch leider. Alter! Ich muss mich gerade voll in die Fässer hier kümmern. Ich komme nicht zum Zielen. Ich kann doch nicht unendlich haben, ey. Wo ist denn unser guter Kumpel? Der ist noch weiter links etwas. Jetzt hier! Das schaffen wir mal kaum. Was? Wer hat uns denn jetzt noch hinter uns irgendwie? Oh, das sind ja hier zu viele. Alter, nee. Nee. Da drehen wir mal ein bisschen bei. Da wollen wir nämlich jetzt hier mal... Huch! Was geht? Alter! Kommt an Bord, Jungs! So schnell ihr könnt! Ach du Schande. Alles klar, abdrehen! Ja, jetzt haben wir die übernommen. Na super. So, jetzt müssen wir mal gucken, bevor das da unten rechts wieder zu schnell weggeht. Falsche Taste. So, das Schiff entern. Royal African Pearl mit verbesserten Sporen beschädigen. Ach du Scheiße. Mithilfe der Verteidigungsanlagen eines Forts ein Schiff versenken. Vorverteidigung zerstören. Ihr habt's doch nicht mal alle. Soll ich hier gegen alle kämpfen und auch noch gegen vor? Ihr habt's mit einem Schiff? Ihr spinnt doch, ihr Penner. Denkt daran, was wir vorhaben. So, das ist unser Ziel. Da hinten ist das Fort. Ja, ich weiß, dass die sehr weit schießen, aber wir können ja mal hier versuchen, das Ding jetzt zu rammen. Das sollten wir ja tun. Ah, jetzt kommt schon das Fort mit seinen Schüssen. Alter, ne. Komm, die müssen wir jetzt einmal rammen hier. Komm schon. Bam. Was? Was ist jetzt? Kacke, da kommen die nächsten. Ich glaube, die hätten wir aber gar nicht angreifen müssen. Ey, wir sollen das Fort und dieses Schiff hier zerstören, ne? Wie soll das alles gehen, Leute? Zieh mal die Aufmerksamkeit von allen auf uns, ne? Die haben einen Schatten, ey. Und das Fort auch noch, ey. Ich glaube nicht, ey. Ich sehe nicht, wo ich hinfahre, ist das Problem, ne? Ja, super. Versenkt das Klartenschiff nicht, Kenway. Ich weiß, dass ich nicht versenken soll, aber ist ja gerade hier mit der ganzen Scheiße, die wir vor uns und neben uns haben, ein bisschen schwer, ne? Wow, Alter. Kommst aber nah. Ja, ramm dich da selber. Gegen die Insel. Selber schuld. Wir werden wieder bemörsert. Ist das Problem. Boah, die haben so viel, ne? So ausgerüstet, das gibt's nicht. Erstmal den Schoner hier loswerden. Und jetzt noch dieses Kackvor, ey. Das gibt's doch nicht. Da bleibt mir sogar die Rotz am Hals stecken hier. So. Erstmal die Kanonenscheiß hier ausschalten von denen. Und dann wieder auf die hohe See achten, ey. Und aus dem Mörsergebiet hier raus. Alter, wir müssen hier gerade so viel gleichzeitig tun, ey. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, das sind aber Spanier, ne? Das heißt... Nein! Unser Schiff! Alter, wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Gib Gas, Edward! Alter, raus aus dem roten Bereich. Kacke, ey. Nee. Ich war jetzt definitiv nicht im Bereich drin, ey. Das gibt's doch nicht. Nee. Das ist hier eine Mörderaufgabe. Sorry, aber es ist echt eine Mörderaufgabe. Ich werde jetzt ein bisschen. Ich werde jetzt ein bisschen Abstand halten. Wir müssen recovern. Kommen nicht drum herum. Dürfen uns auf keinen Fall. Ja, wir sind jetzt schon wieder in der Schusslinie von denen. Wir müssen ab. Ja, roter Bereich, ich weiß. Wir müssen leider weg. Wir kommen nicht drum herum. Wir haben gar nichts mehr hier. Guck mal oben links, der Balken, der blinkt wie Sau. Kann ich hier. Das Schiff und Mann, das bleibt spannend hier. Ey, Leute, wir müssen das im nächsten Part weitermachen. Da kommen wir nicht drum herum, das wird so lange. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, tschüss.